Herzlich willkommen bei unserem Kanal Paraguay Live. Ich bin der Pit und schaut euch das nächste Video an. Wie immer, abonniere den Kanal, um nichts zu verpassen und Likes nach oben. Bis dann. Vielen Dank wie immer an eure Fragen. Es waren wieder immer wieder sehr viele Fragen. Sorry an euch. Ich hatte zuletzt wirklich relativ wenig Zeit, deshalb also nicht direkt meine Antwort. Aber wie gesagt, heute habe ich wieder ein interessantes Thema herausgepickt, sicherlich für euch auch. Und zwar Auswandern nach Polen. Warum? Werde ich euch gleich erzählen. Also bleibt einfach dran. Viele fragen, auswandern, okay, aber wohin auswandern? Da ist natürlich eine gute Frage. Wohin auswandern? Also heute in diesem Video möchte ich mich natürlich auf Polen konzentrieren, wobei sehr viele, also wirklich viele, vor allem Deutsche oder Deutschsprachige, denken auch grundsätzlich an ehemalige Ostblock-Länder. Darunter natürlich auch Polen, Bulgarien, Ungarn, aber auch Tschechien. Aber da ich jetzt in Polen bin, konzentriere ich mich logischerweise auf Polen. Also bleibt dran. Paraguay Live, diesmal. Ja, das Shopping also sieht wie viele andere ja auch aus. Also ändert sich ja relativ wenig. Natürlich auch mit der Weihnachtsdekoration, also ich denke, dass es auch in Paraguay ähnlich aussieht in den großen Shoppingcenter, zum Beispiel wie hier in Warschau. Warum Polen? Also Polen, meiner Ansicht nach, ist immer noch preiswerter als Deutschland. Ne? Von der Schweiz bzw. Österreich gar nicht mal versprechen. Also man kann es zum Beispiel anfangen mit Lebensmitteln. Also ich war jetzt zuletzt in Guben, also direkt praktisch hinter der Grenze in Deutschland und habe ja festgestellt, dass die Preise grundsätzlich höher sind als in Polen, zumindest für die meisten Lebensmittel. Das Gleiche betrifft sicherlich auch Immobilien. Ich spreche auch wieder immer von Immobilien, weil es einfach meine Arbeit, meine Tätigkeit war während des Aufenthaltes in Deutschland und auch teilweise in Paraguay. Daher die Immobilienpreise, sei es die Wohnungen, sei es Häuser oder sei es auch die Grundstückspreise, sind auf jeden Fall auf ein niedrigeren Niveau als in Deutschland. Das grundsätzlich. Sicherlich gibt es Gebiete, wie zum Beispiel Warschau, die natürlich auch dementsprechend natürlich vom Niveau her viel höher liegen als zum Beispiel in vielen Teilen Deutschlands bzw. der Schweiz. So, der zweite Aspekt, was natürlich auch in jedem Land wichtig ist, ist natürlich die Sprache. Also polnische Sprache gehört natürlich nicht unbedingt zu den leichtesten Sprachen, ja, um es ganz bescheiden auszudrücken. Da wissen sicherlich auch viele Übersiedler bzw. Aussiedler, dass es, um die Sprache zu erlernen, ist schon relativ schwer. Klar kann man es erlernen, Ungarisch, Bulgarisch, Tschechisch,
sind auch keine einfachen Sprachen, aber man kann es tun. Deshalb, ich denke, diejenigen, die wollen oder wo der Wille vorhanden ist auf jeden Fall kein Problem. Also von daher drücke ich euch die Daumen. Also auf jeden Fall Faktor Menschen. Also das war für mich, für uns quasi, als wir nach Paraguay ausgewandert sind, also wirklich ein sehr wichtiger Aspekt. In Polen sehe ich ja genauso. Das heißt also, die Menschen meiner Ansicht nach waren sympathischer, irgendwie direkter. Jetzt mittlerweile bin ich fast jedes Jahr in Polen. Ich muss leider feststellen, dass sich die Angelegenheit etwas verändert hat. In meinen Augen zum Negativen. Klar, die Menschen sind immer noch positiv eingestellt, eigentlich. Im Vergleich zu Deutschland denke ich mir immer noch, sehe ich einen Vorteil. Aber Faktor Menschen, die sind nicht so offen, meiner Ansicht nach, wie halt die Latinos, also die in Paraguay bzw. in Südamerika. So sehe ich aus meiner Sicht. Aber nichtsdestotrotz, aus eurer Sicht zum Beispiel, wenn es um Auswandern nach Polen geht, doch, Daumen hoch, es funktioniert. Also der andere Aspekt, was noch wichtig ist, zumindest für diejenigen, die eine gewisse Tätigkeit aufnehmen wollen oder müssen, ist zum Beispiel eine Gründung einer Firma. Also die ist auf jeden Fall preiswerter und einfacher zu gestalten als in Deutschland. Auf jeden Fall preiswerter, also zum Beispiel für eine GmbH braucht ihr im Prinzip nur in Anführungszeichen 5.000 Euro. Nein, gar nicht mal wahr. Nein, 5.000 Zloty. Also das entspricht gerade 1.200 Euro ungefähr. Also von der Hinsicht her lohnt es sich auf jeden Fall. Und wir haben auch schon viele, die halt eine Gründung, eine GmbH-Gründung in Polen durchgeführt haben. Also in diesem Sinne ein Plus. Weitere positive Aspekte, die ich persönlich sehe, ist natürlich die Nähe. Also die Nähe sowohl zu Deutschland als auch zur Schweiz, zu Österreich. Also es ist wirklich kaum eine Entfernung. Von daher kann man es sowohl mit dem Auto als auch natürlich mit dem Flieger in eine Stunde, eineinhalb Stunden bewältigen. Also gar kein Problem, die eventuelle Nähe. Man kann es natürlich sowohl als Vorteil als auch teilweise auch als Nachteil sehen. Also von daher, aber ich sehe es eher als Vorteil. In dem Fall, wo man es natürlich Familienangehörige hat, die noch eventuell vielleicht zu betreuen sind. Das ist wiederum ein anderer Aspekt. Das weitere Aspekt ist das Wetter. Das Top-Wetter. Nein, logischerweise nicht. Klar, bitte. Nein, also vom Wetter her, ich muss sagen, als ich nach Polen gekommen bin, ging es noch einigermaßen. Obwohl es schon Spätherbst war. Aber okay, denjenigen, die in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich oder auch in anderen Teilen in Europa wohnen, muss ich nicht erinnern, dass natürlich Spätherbst gehört nicht zu den besten Jahreszeiten. Aber gut. Wenn ich mit meiner Frau spreche und sag mal, Temperaturen von über 30 Grad herrschen, haben wir hier, wenn es gut geht, 5, 4 oder 6 Grad, auch plus. Also von daher,
leider Gottes nicht so toll. Aber gut, was soll's. Aber Spaß beiseite. Klar, also wenn man arbeitet, braucht man keine Sonne. Okay, also von daher, für diejenigen, die nicht oder die arbeiten müssen, ist das Wetter in Polen eigentlich optimal. Sonst lieber Paraguay. Also für diejenigen, die sich gefragt haben, Pitt, wie sieht es mit dir aus? Willst du nach Polen auswandern? Da sage ich ja. Nein, noch nicht. Man sollte zwar nie sagen, aber ich denke, dass die Entscheidung, die ich bzw. wir mit meiner Frau vor 17 Jahren oder schon fast 18 getroffen haben, doch bis heute richtig ist. Klar stehe ich auch denjenigen zur Verfügung, die mich brauchen. Schreibt mich bitte an, Likes nach oben, Kommentare unten bitte. Wenn es um die Auswanderung geht, wohin auswandern? Wollt ihr lieber nach Polen, nach Europa oder lieber nach Südamerika auswandern? Bitte unten aufschreiben und gerne die Fragen stellen. Wie immer, Likes nach oben. Macht's gut. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wie immer werde ich vielleicht hier links oder auch hier rechts, je nachdem, wie es passt, natürlich weitere empfehlenswerte Videos an euch weiterbringen. Also in diesem Sinne, mach's gut.